Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Elden Ring. Ach ja, ist das toll. Schön voll gefuttert, schön jetzt hier Getränke stehen, alles schön kalt. Oh, ist das angenehm. Ja, und natürlich, ja, das wollte ich nicht machen, ich wollte eher das hier machen. Diese Viecher hier greifen wir noch nicht an, weil ich was machen wollte. Das habe ich jetzt voll vergessen fast. Und zwar wollte ich einmal ganz kurz zum Händler gehen, der ja auch irgendwo da unten rumgammelt. War das bei der Kirche? Das war bei der Kirche, ne? Oder war das noch früher? Ja, das müsste die Kirche gewesen sein. Klar ist das die Kirche, natürlich. Da saß ja dieser komische Händler da auf dem Boden. Da gehen wir jetzt mal hin und sagen mal, hey, da ist schon ein paar Fehler. Die tarnished. May I have a word? Ja, lol, hi. Du hast mich schon... Ich... LOL! Ich weiß, wer du bist. Du bist mein Death-Counter. Guck's dir an, warte. Also, vielleicht so? Das ist mein Death-Counter. Geil! Ja, moin! A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch, Renna. I'd hear tell of a tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Safe habe ich die. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Oh, die hat sogar doppelte Hände, cool. Geisterrufende Glocke. Nice. Oh, für Wölfe! Asche der einsamen Wölfe. Geil. Tis a bell calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree. The spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past. Now it is thine. To do with as thou wishest. Okay, danke. Forgive mine intrusion, tarnished. Nee, war voll in Ordnung. I doubt we shall again meet. But all the same. Learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? Also ich will es nicht sagen, aber auch wenn du sagst, wir werden uns nicht wiedersehen, da ich dich auf Google, als ich nach Elden Ring Bilder geguckt habe, als quasi eins der allerersten Ergebnisse sofort gefunden habe, glaube ich, dass du nochmal wiederkommst. Ist nur so ein Gefühl, aber hey, ist, ne? Wobei, ich könnte mal ganz kurz den Spieletisch benutzen. Ich hatte ja diese zwei Dings gefunden. Ach, vier brauche ich. Cool. Hm, nett. Hi. Wait. Weren't you? Well, you're back. Klar will ich was kaufen, aber ich will auch was verkaufen, glaube ich. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas werde ich dir verkaufen. Will ich dir was verkaufen? Ich weiß es nicht. Ich will dir nichts verkaufen. Doch, meine Schilder. Die kannst du auch haben. Hier, den alten Mochschild kannst du gerne haben. 76 für den Arsch. Tschüss. So, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt kann ich kaufen. Ich hätte gerne von dir, Kumpel. Ja, ganz fette Sache würde ich von dir haben. Und zwar ein paar Pfeile. Hat der eigentlich 100% Block? Nee, hätte der auch keinen. Okay, ich hätte also auch kein Schild hier kaufen können. Wollte ich ja nur wissen. Pfeile. Ja, wunderschön, oder? Dann können wir wenigstens mal endlich was tun jetzt hier gegen diese Fliegeviecher und sind nicht immer so, ich sag mal, stuck im Nahkampf. Ach Quatsch, ich muss mich nicht ins Dings dran setzen. Ich kann mich einfach so teleportieren. Das vergesse ich immer. Ist so witzig, durch diese ganzen Feuer, die wir da so haben, sehen, oder die, ja, die Gnade. Es klingt irgendwie so doof, so setze ich mal an die Gnade. So, Feuer war irgendwie schon cooler, oder... Ne? Naja, aber jetzt können wir wenigstens was dagegen setzen und müssen nicht immer so darauf warten, bis wir gehittet werden. Also, Kumpel? Geile Posi, Alter. Wie cool ist das denn? Schwierig. Okay. Der Schuss braucht auf jeden Fall sehr lange zum Aufladen, das weiß ich jetzt. Aber ist auch gar kein Problem.
Das ist so eine geile Pose irgendwie, ne? Ohne Scheiß. Boah, Junge, direkt in den Schädel rein. Wie geil. Oh, lol. Oh, lol. Patz, Junge, in die Fresse. Ja, jetzt tun mir die nicht mehr so viel weh, ne? Wie ärgerlich, Jungs, dass ihr mir nicht mehr so viel anhaben könnt jetzt. Das ist natürlich super schade. Aber so ist doch viel angenehmer, als uns in einem Nahkampf zerfleischen zu lassen, mal ganz ehrlich. Ja, ne, da oben waren wir schon. Da kommt nur dieser Vogel rausgestürmt und knallt uns dann runter. Gehen wir wieder auf dem Dach hier entlang. Oh, man kann da auch runterdroppen. Ist der irgendwie dumm? Okay, dachte ich mir, dass das passiert, aber... Dachte ich mir. Dachte ich mir auch. Komm, jetzt aber, jetzt. Frech. Leute, kommt da schon runter. Ich wollte blocken. Ich kann nicht blocken. Ich kann nicht blocken. Was war das denn jetzt für ein Scam? Das finde ich jetzt mal ein bisschen unfair. Den Tod habe ich echt nicht verdient jetzt hier. Weil ich konnte nicht blocken. Was war denn das jetzt hier? Ich drücke die Taste die ganze Zeit. Oh, das finde ich jetzt mal schade. Weil das habe ich jetzt echt nicht. Das war jetzt kein Eigenverschulden. Och, Mann. Jetzt geht's wieder. Wow. Ja, okay, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen schade jetzt. Siehst du, jetzt gleich wieder blocken. Kein Problem. Okay, das war frech. Bin ich ehrlich. Das war richtig, richtig scheiße jetzt. Naja. Machst du nichts. Gott. Übertreibt der bitte schon wieder hier. Naja. Oh, das war jetzt ärgerlich, das war so richtig unnötig, der Tod jetzt wieder. Aber da konnte ich halt auch echt nichts für, ich konnte nichts tun. Schade. Kann ich eigentlich anzünden mit dem Ding? Ist ja kein Feuerpfeil. Nein, dachte ich mir schon. Das reicht schon. Ein Hit reicht mir. So. Ja, wenn ich blocken kann und den auch wirklich dann so, ich sag mal, schön zurückhalten kann, ist das auch erst gar kein Problem. Aber das ist gerade irgendwann ein bisschen frech. Die war doch irgendwie so komisch ausgegraut, als ob ich da irgendwas falsch gemacht hätte. Aber was hätte ich denn da anders drücken sollen? Das weiß ich nicht. Fand ich jetzt ein bisschen schade. Oh, man kann da nicht irgendwie draufsteppen. Dann muss direkt ganz runterfallen. Und der Vogel hat sich auch gedacht so, ich helfe dir nicht. Ah, lol, bei ihm kann man nicht blocken. Das ist, weil ich in der Nähe vom NPC bin. Ich kann hier drin... Ich drücke gerade die ganze Zeit blocken. Hier geht's wieder. Guck mal, wenn ich jetzt gedrückt halte hier. Ich blocke. Ich halte gedrückt, ich halte gedrückt, ich halte gedrückt, ich halte gedrückt. Hier hört's auf. Wow. Wow. Ich konnte hier auch nicht angreifen. Guck mal, ich kann hier auch nicht angreifen. Hört ihr das? Ich kann hier nicht kämpfen. Das ist ja ein starker Raum. Also sorry, aber das finde ich, ist einer der unfairsten Tode bis jetzt. Weil da kann ich wirklich gar nichts für. Oder? Ist doch wohl echt frech jetzt gewesen, finde ich jetzt. Aber jetzt, wo wir einen Bogen haben, ne? Würde es doch eigentlich Sinn machen, den dicken, fetten Ritter da mal zu sagen, was so ein Bogen für ihn bedeutet. Ich finde es eigentlich mal eine ganz nette Sache, oder? Ich frage es nur, ob ich so tief zielen kann. Ja. Das, was ich irgendwie erwartet. Au, in den Rücken. Au, das ist ärgerlich.
Schade. Kommst du hier hoch? Natürlich kommt er hier hoch. Ja, du kannst gerne was werfen, aber du wirst nicht hinkommen, Kumpel. Ah, wie ärgerlich. Zwei Pfeile stecken hier drin. Würde mich jetzt ankotzen, wenn ich hier rüber. Was hab ich vergessen? Oh, lol, nicht runterfallen. Aua. Ja, steh auf. Kannst du nicht so lange rumgammeln, Junge. Ja, klettert wieder runter. Geil. Oh, lol, Alter. Ja, diesen Ritter finde ich übrigens echt verdammt stark, ne? Wegen seiner Schockwelle vor allem. Oh, zu zweit ist gemein. Schau, Jungs. Zwei auf einmal ist einfach nicht fair. Da gehen wir nochmal nach oben, würde ich sagen. Nur diesmal bitte nicht runterfallen, das wäre voll cool. Alter, was schickt denn der da alles wieder hier? Kannst du das mal bitte sein lassen? Jetzt können wir den einen ganz kurz töten. Okay. Scheiße. Vergessen. Egal. Trink doch! Mann. Nicht so ein Quatsch, Junge. Ja, der Angriff ist frech, weil er so doppelt trifft. Gott sei Dank. Krieg ich wieder Lebensflaschen bitte zurück? Nee, hab ich erwartet. Oh, lol, wir kriegen zwei Rüstungen von ihnen. Also Teile. Nice. Dann gehen wir wieder runter. Ah, dieser Ritter, als wenn der jetzt noch ein bisschen öfter kommt hier, der macht mich echt fertig, du. Da bin ich einfach noch zu schlecht für irgendwie. Ich krieg's aber irgendwie nicht gebacken, den vernünftig zu besiegen. Keine Ahnung. Ganz komisch. Was haben wir hier? Starker Feind voraus. Ach, jetzt erst. Ha. Ja, Runen. Okay, 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 okay. Warum immer Falle? Okay, ich bin ehrlich, ich sehe jetzt noch nicht genau, was du da siehst. Oh, ist ja schon mal herzallerliebst. Ich habe keine Heilung mehr. Ich mache mich schon darauf bereit, abzuhauen. Okay, links und rechts ist nichts. Es muss was hier drin sein. Ich höre da irgendwas krabbeln und da links ist ein Typ. Oh, der macht mich echt nervös. Ist es so ein ganz großer, ist es normal? Ich weiß es nicht. Ah, so einer ist das, okay. Das geht ja noch, sag ich mal. Ich bin fest. Aber der ist okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich das hier machen. Gegen zweihändig und so. Nee, aber der ist tatsächlich noch in Ordnung. Ach ja, wieder ein witziger Typ. Was zum Fick bist du? Alter, what the fuck? Generell, was ist das hier eigentlich für eine geile Speisekammer, Junge? Ich möchte nach Hause gehen. Ja, kann ich mal nachvollziehen. Aktuell ist das Gebiet echt schwer. Das ganze Schloss bis jetzt irgendwie, ne? Arme und dann Beine? Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, du. Alter, ist das ekelhaft. Springen versuchen.
Lol. Okay, nehmen wir. Goldener Federtierfuß. Was war denn der goldene Federtierfuß? Habe ich, glaube ich, vergessen. Erhöht kurzzeitig die Runenausbeute. Ach genau, ich hatte den silbernen. Der silberne erhöht Item, das goldene anscheinend jetzt Runen. Okay. Schwierig, ne? Ach, da ist nochmal so ein Ritter, klar. Ganz entspannt, der Dude. Das Gute ist, ich habe hier eine gute Schützenposition. Also rein theoretisch könnte ich da reinschießen. Und ich glaube, das ist auch der Plan. Dann tue ich das doch einfach mal. Und sage ihm Hallo. Weil wie will er hier hinkommen? Was, Junge? Kann er mich natürlich treffen? Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe mich da schon runterfallen. Meine Sorge ist, dass er mich das sehen kann. Und ich einen Abgang mache. Also treffen kann, meine ich, nicht sehen kann. Ich will gegen den gar nicht kämpfen, weil... Ich meine nur, guck mal, unsere Flaske an da unten, also die Flaschen, ist nicht ganz so geil. Ja, toll. Ich glaube, der kann mich ja nicht treffen, ist nur so ein Gefühl. Ah ja, das dazu. Ich kann ihn leider auch nicht anvisieren. Ist ein bisschen ärgerlich. Okay, er weiß jetzt, dass ich hier bin. Was nu, was tun? Was ist eigentlich so dieses Ding bei den Souls-like-Spielen? Dass die immer so hoch sind, die ganzen Gebiete. Guckt euch das an, es geht immer ewig nach unten. In jedem Spiel. Es gibt irgendwie keinen Boden oder so, ne? Kommt er hier rüber? Also legit Frage jetzt. Er weiß nicht, wo ich bin. Geil, ich hab den Stuhl getroffen. Alter. Roll doch. Bist du gestört, Junge? Verdient, zugegebenerweise. Fand ich jetzt trotzdem nicht so nett. Ich würde eigentlich auch nur einmal schießen, habe ich mich verdrückt und habe außerdem noch mal den Button gedrückt. Und dann kannst du die Scheiße nicht abbrechen. Dann zieht er ganz geschmeidig seinen Bogen, hält den fest und lässt dann ganz gemütlich erstmal seinen Bogen los. Das ist ein echt heftiges Gebiet, jetzt aber ohne Scheiß. Stark. Oh, bin ich ein Pro. Daneben. Ich muss weg. Er kommt. Böses kommt. Haben wir. Passt schon. Ja, jetzt wo ich mit den Vögeln klarkomme hier mit dem Bogen, das ist schon mal ein guter Improve auf jeden Fall. Sehe ich ihn von hier aus? Nein, nicht das. Okay. Was steht denn hier? Ich würde sagen, hier mache ich mal Schützenposition hin. Weil ich denke mal, damit werden die Leute bestimmt zumindest Hilfe bekommen. So, warte, ich habe jetzt eine Idee. Ich glaube, ich setze jetzt mal auch ein bisschen die Hotkeys hier um. Diesen Finger hier zum Schreiben würde ich gerne jetzt mal... Nee, jetzt muss ich ja hier machen, ne? Weil den Finger für Hilfe, den brauche ich ja eh nicht so häufig, wenn man ganz ehrlich ist.
Den könnte man jetzt mal nutzen, um den... Ich könnte Wölfe beirufen. Kostet mich aber FP. Hunstiger Finger des Befleckten. Was könnte man da nehmen? Was könnte man am besten nehmen? Was könnte man nehmen? Dum, dum, dum. Ich mach das hier in der Schützenposition. Kampftaktiken. Nee, das ist alles falsch. Oder wir nehmen halt hier auch Fernkampf, können wir auch nutzen. Okay. Dum, dum, dum. Dann nehmen wir einfach Fernkampf hier. Weil ich glaube, das ist ein echt guter Hinweis, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn man von hier aus seinen Flügel treffen kann, dann hat er direkt schon gut kassiert. Ich finde das gut. Und ich glaube, ich nutze mir noch etwas. Ne, es war schon richtig. Statt den Dingern nutze ich jetzt eigentlich einfach mal gerne vielleicht sowas wie Feuerfett. Und das Ding wird eh niemand, werde ich niemals nutzen. Ich weiß auch nicht, ich kenne keinen, der das nutzt irgendwie, ne? Klar, ist gut, wenn man irgendwie vielleicht mal stuck ist oder sowas oder sonst irgendwas. Hier kann sich eh teleportieren, also eh irrelevant. Ruft eine Geisterqualle herbei? Oder ist die Frage. Nutze ich die auch nur einmal und die sind dann ganz weg und ich muss mir die echt neu holen? Oder sind die jetzt so, dass ich die einmal nutzen kann und das kostet mich, ist wie ein Zauber immer wieder? Ich nutze jetzt einfach mal die Wölfe, weil die finde ich irgendwie geiler. Okay. Jetzt ist die Frage, wie es aussieht mit unseren Jungen da unten. Weil ich glaube, der steht da jetzt hier rum. Und gönnt sich. Geht das? Einzeln rauslocken? Das würde gehen. Das würde nicht gehen. Ich nehme es zurück. Entschuldigung, tut mir leid. Ich will das auch eigentlich gar nicht, Kumpel. Oh Leute, hier sitzen ja zwei Jungs. Die hab ich voll vergessen. Da ist er ja. Moin. Stark. Stark. Ciao. Nicht kriechen. Renn bitte einfach, Kumpel. Einfach rennen. Hat sich bis jetzt eigentlich mal ganz so bewährt, wegzurennen. Da habe ich gar keinen Bock, jetzt irgendwie meine ganze Flasche zu verballern. Oh Gott, er kommt hinterhergerannt. Ich muss reinhauen hier. Moin, Kumpel. Ja, ja, steh du ruhig auf, ist mir egal, falls du das jetzt gerade warst. Ich geh mal hier rüber, ne? Bye. Ob der hier hinkommt? Jetzt gleich wieder so in die Ecke gerannt da. Nee, sieht entspannt aus. Okay, was ist das eigentlich für ein hässliches Kackding? Ach, das ist so einer von diesen komischen Kackriesen. Ja, hat er verdient. Der kommt tatsächlich von hinten. Gucken die an! Gucken die an, der Wichser! Weißt du, was du kassierst jetzt richtig, du Wichser? Ja, ja, da guckst du dumm, hä? Ja, ja. So fühlt sich's nämlich an, wenn man aus einer blöden Position heraus angegriffen wird, du Wichser. Na komm, trau dich. Mit deinem Kackschild. Na komm. Hier, da ist jetzt kein Schild offen. Gib einen Fall in die Fresse. Oder im Bauch. Na, traust du dich hinzukommen? Oder ist es zu weit außerhalb deines Weges, ha? Ha? Komm. Oh, wieder umdrehen. Wo zieh ich denn hin? Da habe ich ein Dings verloren. Nimm mal das Schild runter. Nein. Okay, er verpisst dich ganz langsam, aber sicher. Soll er auch mal tun. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen.
Ich sage halt, wie es ist. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal kurz abhauen hier. Boah, ich bin so nervös, da reinzugehen, ne? Vor diesen Soldaten, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich tatsächlich übertrieben Respekt. Aber die sind so stark, die Kackviecher. Den kassierst du aber. Kommt er hier hin? Haha, Loser! Hier kommst du nicht hier hin. Das ist natürlich jetzt super ärgerlich. Ja, muss ich nur treffen. Aha. Ja, und er geht wieder langsam weg. Aber hier kommst du nicht hier hin. Ausgetrickst, du bist ein Versager. Da dachtest du, wa? Oh, wie ärgerlich. Alter. Ach Gott. Okay. Muss ich nur noch treffen. Ja, ja. Wie er ausrastet, Junge. Ist ärgerlich, ja? Oh, ich kann ihn doch treffen, sehr gut. Muss nur noch treffen. Was? Okay. Das Problem ist, das Treffen ist gar nicht so einfach. Ich habe schon 30 Pfeile hier verschossen auf dem Weg hierhin. Ah, das Gebiet macht mich auf jeden Fall echt nervös, du. Die sind echt nicht ohne. Wo ist denn der jetzt hin? Was ist denn das jetzt für ein Tresor, das auf der anderen Seite rausläuft? Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Kann er doch nicht machen, oder? Wo sind eigentlich meine FP jetzt hin? Hatte ich nicht gerade noch welche gehabt? Das System, den habe ich noch nicht ganz verstanden. Muss ich gleich mal nachgucken, wie das geht. Jetzt bin ich aber echt ein bisschen verwundert. Wieso ist der jetzt... Ist der irgendwo runtergejumpt? Wo ist der hingegangen? Hä? Das raff ich jetzt überhaupt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja. Nachricht wurde bewertet. Übel, Mann. Danke. Ich sag ja, der Fernkampf-Dings da, ich hätte, das hat wirklich jemandem geholfen. War es noch der Fernkampf? Das gucke ich am besten so. Ne, wo kriege ich das nach? Da, Nachrichten. Okay. Fernkampf hat geholfen. Das fanden die Leute gut anscheinend. Finde ich gut. Das hier kriegt übrigens auch ein Live. Das war auch schön. So, guten Tag, lieber Raum. Geheimgang voraus. Das ist Schwachsinn. Ah, da ist nämlich gar nichts hier, Wichser. Hoppala. Schleier des Imitators. Was bist du? Das klingt wie ein Helm, sag ich mal. Aber ist es nicht. Hier ist es wahrscheinlich auch nichts. Macht ja gar keinen Sinn. Okay, dann ist es ein Item. Okay, was für ein Item? Was ist der Schleier des Imitators? Verbraucht FP, imitiert Objekte in der Nähe. Okay. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz nach. Was ist, wie geht nochmal FP? Wie klappt das nochmal? Dum, dum, dum. Beirufen von Geistern. Ja, ja, das ist okay, aber... Viel mehr interessiert mich, was waren die nochmal genau? Um die Flaschen aufzufüllen, genau, genau, genau. Okay. Behälter, Verstärken von Waffen, Beutel, Herbeirufen anderer Spieler, Koop-Dings und das hier. Hm. Okay, mein Problem ist nur, es wird nirgendwo FP erklärt. Kann ich unter Status nachgucken, was das genau ist? Weil das würde ich echt gerne wissen. Wie das funktioniert. Diese Energie verbraucht ihr durch den Einsatz von Zaubern und Talenten. Um Energie zu regenerieren, könnt ihr aus der Flasche der mit Himmelstränen trinken oder an Orten der Gnade rasten.
Ach ja, stimmt, ich habe nur so eine bestimmte Anzahl, eine 71 nur. Die Zeile war da oben links noch nie voll so richtig, oder doch? Ich bin jetzt nicht sicher. Wobei, zählt das da auch zu? Ja, ne? Vielleicht mache ich deswegen manchmal weniger Schaden. Hallo, Meister. So, der da zum Beispiel. Eine Frage, warum hat der so leuchtende Augen? Schwelender Schmetterling. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Ja, der ist ja okay. Also ich glaube, das sieht echt so an den FPS, ich weniger Schaden mache ab und zu mit dem Ding, ne? Da ist er der Große. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Muss ich? Wow. Okay. Will ich gegen den kämpfen? Eigentlich nicht. Oh. Kommt er hier oben durch? Was meint er? Ich meine, ich kann ja mal einen Pfeil drauf schießen, oder? Oh Gott, hat er viel Leben. Wie schnell. Der hat ein Schild! Genau, natürlich hat er ein Schild. Ja, kommt hier nicht hin? Das ist natürlich ärgerlich. Er kommt hier nicht hin. Oh, wie bitter für dich. Du weißt, was das heißt, ne? Dass du jetzt mit Pfeilen runtergespammt wirst. Und ich da gar keine Gnade drauf nehmen werde. Wieso mache ich da mehr Schaden, als würde ich vielleicht selber ziehen auf die Arme? Oh, oder er geht mit seinem Kopf nochmal rein und wehrt damit ab. Leute, ich glaube, der will den echt ausweichen. Ich mach's immer mit automatischen Zielen, treffe ich eher. Ah, das war, weil ich die Haltung gemacht habe. So mache ich weniger Schaden. Guck mal. Dann mache ich nur mehr Schaden. Ah, nee, das waren 95. Komisch. Ja, aber sorry, wenn ich jetzt so mit Pfeil und Bogen runterspamme, aber wozu Risiko eingehen? Und nachher dann irgendwie kassieren. Ah, der sieht echt krass aus. Was auch immer es sein soll. Okay, kurz Ausdauer regenerieren. Ein noch. Spatz, Junge. Ja, ich würde sagen, ne, war ein sehr schwerer Gegner auf jeden Fall. Und so wie er sich aufgelöst hat, glaube ich, dass er auch weg ist jetzt. Das wäre zumindest sehr cool. Achtung, Freund. Vision hiervon, Feuer. Besseres Fleisch. Okay, besseres Fleisch. Cool. Oh, geil. Hier ist ein Leichenhaufen. Nett. Was ist denn besseres Fleisch? Verstärkt kurzzeitig körperliche Angriffe. Ein Klumpen bisschen Fleisch eingelegt in einer Arzneitinktur mit scharfen Gewürzen. Herstellbares Objekt. Verstärkt kurzkörperliche Angriffe. Gilt im Ödland als wahre Delikatesse. Diese anregende Mahlzeit war ein exklusiver Leckerbissen für alle, die man Helden nannte. Ja, cool. Warte, wie sah das aus? Das sieht irgendwie komisch aus, weil es nicht so aussieht, als wäre es auf dem Knochen drauf, sondern irgendwie, als wäre es im Nachhinein drauf gemacht worden. Ist ja witzig. Alter, wie viele Leichen hier sind. Lecker. Sehr angenehm hier auf jeden Fall. Hochlandaxt. Ja, wie geil das hier dran aussieht, ne? Erstens, als Mann, Blitz suchen. Erinnert mich ein bisschen an die Welt von Ariames. Naja, blutstillende Buli. Ah, Rache. Rache? War der so schlimm? Tja, habe ich jetzt nichts von mitbekommen, du. Ich fand das eigentlich in Ordnung. Was ist denn dieses Ding hier? Lindert eine drohende Blutung. Okay, also gegen Blutung. Alles klar. Da ist ein Hund. Zwei.
Okay, hätten drei Hits aus, ohne zwei nicht vier. Sogar ein bisschen mehr. Der war gefährlich. Gebe ich zu. Bestienblut, okay. Klumpenfleisch. Andenken der Puppen. Goldene Rune. Okay, ich habe drei neue Gegenstände bekommen. Das ist einmal der... Wobei, was war das da? Glassplitter. Wertloser Plunder, okay. So. Klumpenfleisch. Findet man durch die Jagd auf Fleischfresser. Okay. Bestienblut. Findet man auf die Jagd durch Fleischfresser. Okay. Und... Das ist nirgendwo hier. Da. Auf rot samt gebettete Brosche. Ein Andenken der Puppen, die für die Verpflanzung geopfert wurden. Eine auf roten samt gebettete Brosche mit Blutspuren. Schwach sichtbare Geister scheinen etwas mitteilen zu wollen, doch ihre Stimmen sind nicht zu hören. Cool. Hilft mir leider nicht so viel weiter, wie ich es gerne hätte. Meinst du, man hätte den Ritter überspringen können, indem man hier runterspringt? Da drauf. Und dann den Falschen abzudecken, falls man überhaupt welchen bekommt, und dann die 200 zu besiegen, um den von hinten anzugreifen. Ich glaube, das war eher der Plan, den man hier hätte machen sollen. Aber kann es ja nicht wissen. Und ich werde das testen. Wie hell sind diese Steinchen, die uns den Weg weisen? Okay, das habe ich erwartet. Die sind genauso wie man es kennt, einfach nur so ein kleiner, heller Wegweiser. Aber das bringt mir nicht viel. Leider. Hebel voraus. Ja? Kann ich nicht ziehen. Hier ist ein Fahrstuhl. Ist wahrscheinlich ein Shortcut. Ich nutze ihn einfach mal. Aber mit der Weise sind wir doch schon ordentlich weit gegangen. Weil ich meine, da sind zwei Ritter, die vier Vögel, zwei, drei mehr andere Gegner, das dicke Vieh, Wölfe. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Das war der Fahrstuhl. Das ist okay, das ist cool. Sehr, sehr nice. Endlich ein bisschen Fortschritt hier. Aber auch langsam echt ein bisschen gefährlich. Kann ich nicht anders sagen. Zack. Stufenaufstieg. Will ich die FP hochmachen? Eigentlich schon. Aber jetzt schon? Ne, erstmal Vitalität. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz zum Händler. Einfach nur, damit ich vielleicht ein bisschen Pfeile aufstocken kann. Mit so ein paar Restgeldern können wir da hingehen und uns ein paar Pfeile gönnen. Ach ja, schön, ne? Finde ich, ist eine ganz gute Idee einfach. Nick, Mister, der auf dem Boden sitzt da. Ja, das brauchst du mir nicht jedes Mal sagen. Ich weiß auch, wer ich bin. So. Danke. Und tschüss. Nein, das brauche ich doch gar nicht. Ich vergesse es jedes Mal. Siehst du, das ging nämlich relativ schnell so. Aber wir kriegen dafür viel raus. Weil die Pfeile sind schon echt viel wert. Die Gegner sehen so krass aus, ne? Ohne Scheiß. Oh Gott, ey. Ich bin so froh, dass ich endlich einen Shortcut gefunden habe, ne? Ohne Witz. Achso, die andere Richtung. Okay. Hebel voraus, ja. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Dicken? Ist er weg, weg? Der ist weg, weg, ne? Geil, das war also echt so ein besonderer. Tja, also ich fand den jetzt nicht so schwierig, ne? Alles Versager. Schaff diesen Dicken da einfach nicht. Wie ärgerlich. Hätten sie einfach nur mit dem Pfeilbogen machen müssen. Nein. Links. Das sieht nach einem Boss aus. Dunkelschmiedestein. Okay. Verstärkt Spezialwaffen auf plus 2. Großes Fragment eines farblosen Schmiedesteins. Spezialwaffen mit einzigartigen Eigenschaften lassen sich nicht durch farbige Schmiedesteine verstärken. Die Anzahl der Schritte und die Verstärkung unterscheiden sich von denen für Standardausrüstung. Der ist für plus 6. Und der ist für plus 9 dann. Okay. Schade, dass man die jetzt nicht mehr so gut unterscheiden kann, weil die heißen einfach nur noch Schmiedestein. Schwierig. Was bist du? Ach so. Ach so. Ach so.
Ja, moin, Meister. Hast du mal kurz einen Moment, hier rauszukommen? Tschüss. Ich versuche jetzt mal nicht diese Spezialfähigkeiten zu nutzen, die ich habe, um die FP zu behalten. Weil das habe ich vorher noch gar nicht so richtig beachtet. Okay. Ich komme nicht um, werde nicht freiwillig um. Finde ich nett. Hättest du nicht gemusst, ne? Aber danke. Rechne ich dir hoch an. Eisernes Schleifmesser. Eisernes Schleifmesser. Was ist das schon wieder? Gewährt euch die Wahl einer Affinitätsaufwertung für eine Waffe. Ein eisernes Schleifmesser mit verschlüsselter Inschrift dient auch als Messer. Wendet ihr mit einer Kriegsasche eine Affinität an, könnt ihr eine zusätzliche Affinität des Typs schwer, solide oder wertig auswählen. Okay. Okay. Holzschild mit Falkenwappen. Misericordia. Das sieht nach einem Geschicklichkeitsschwert aus. Die. Habe ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Oh, schade. Sieht nicht schlecht aus, aber das ist auch nur ein Dolch. Also wer weiß, wofür es gut ist. Ich guck mal ganz kurz, was so da steht. Ein von den weißgewandeten Feldchirurgen der Armee bevorzugter Dolch. Die harte und scharfe Klinge sorgt für verheerende, kritische Treffer. Das habe ich mir schon fast gedacht. Mitgefühl ist die oberste Tugend eines jeden Medikus und im Krieg kennt Mitgefühl oft keine Gnade. Hütet euch vor dem Wolf im Schafspelz. Ein Talent für die geschickten und flinken Krieger. Führt ein schnelles Manöver durch, mit dem ihr fixierte Ziele umkreisen könnt. Ja, mit Dolchen habe ich bis jetzt noch nie gespielt und weiß noch nicht, wie ich die jetzt unbedingt finden soll. Ich hätte lieber zwei dicke, scharfe Waffen, so wie zwei Ushigatanas oder so. Das wäre doch mal ziemlich geil, oder? Weiß ich nicht. Das wäre so das, was ich mir vorstelle. Vorsicht vor links. Ciao. Wahnsinn. Lol. Wie geil ist das denn? Da unten ist einfach mal Blutflecken und so. Warte mal. Ich bin verwirrt. Ich will die Blutflecken sehen, Mann. Warum kann man die nicht sehen? Das finde ich so schade irgendwie. Hier ist keine Leiter und so, ne? Darunter springen wir ja bestimmt nicht, aber. Oh, da war das erstmal ein harter Ruckler drin. Krass. Aber wo soll ich denn sonst hin? Wozu war denn diese scheiß Statue? Wenn ich nur da hinkomme. Wobei hier waren Items drin, ne? Ein Dolch, ein Schild. Ja, ja. Kann man sehen, wie man möchte jetzt. Dreiecksschild. Was kann denn der andere? Ja, der hat auf jeden Fall mehr Blitz und heilig. Wobei heilig auch nicht wirklich unbedingt. Eher mehr Blitz, weniger Feuer. Dafür braucht nur 85 Normalprozente da. Das ist ein bisschen scheiße. Okay, also dafür war jetzt dann. Schwierig. Ob sich das gelohnt hat, bin ich mir nicht sicher. Na egal, hier ist ja auch noch ein Gang. Gehen wir da mal lang. Stiller Verbündeter versuchen. Meine ich vielleicht sneaken mit stillen Verbündeten? Das kann natürlich voll Sinn machen. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, ich meine tatsächlich Verbündete. Sowas wie die Geister oder so oder irgendwas anderes. Das ist natürlich smart. Aber ich meine, die war jetzt eh nicht so schwierig, der Gegner, als dass das hätte irgendwie nötig sein müssen hier. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Pfeile. Ja, die 10 Pfeile sind erstmal im Lager. Das ist auch okay. Warte, war diese Treppe nur dafür da, um den zu treffen? Wie unverhältnismäßig ist das denn? Der ganze Raum für einen Gegner und ein paar Pfeile. Und dann ist das das Einzige, wofür diese Treppe gut... Weiß ich nicht, du. Unnötig. Ja, hier wird es jetzt sehr witzig. Aber weißt du, was geil ist? Ich hab Bogen! Und das macht Spaß. Ich schieß dir in die Fresse und geb voll Gas. Was? Oh, ihr habt zwei Pfeile im Kopf. Das tut aber weh. Und weil wer direkt an die Position dran geht. Ist ja geil.
Und Batz, auch du kriegst 2 Pfeile in die Fresse. Lol. Damit irgendwie so 2 HP überlebt. Krasser Typ. Jetzt bist du dran. Als ob das da durchgeht. Genau, natürlich. Safe geht es bei ihm durch, so. Ah, ich habe genug Pfeile. Gar kein Problem. Die kosten mich auch nicht so viel. Nur besser als nachher irgendwie einen 10 gegen 1 Kampf zu haben, in dem die noch Ballisten und sowas haben. Das muss nicht sein. Weißt du? Dann lieber auf Nummer sicher gehen. Weil da sind, ich weiß, ich habe das von oben gesehen, da sind ja nochmal mehrere Ballisten und so, weißt du? Das ist eine ganze Front hier. Oh, schade. Aber ich habe genug Pfeile, also alles gar kein Problem. Die denken sich auch nur so, ach ja, unser Kumpel hat einen Pfeil in den Kopf bekommen. Juckt uns nicht. Wo wollen die jetzt hin? Die übernehmen die Position, okay. Wo will der hin? Ja, kannst du vergessen. Ich habe mich gerade aus Versehen schon treffen lassen. Schwierig. Oh Gott, das war wieder daneben. Schwache Leistung. Da sind noch mehr, weißt du? Das meine ich halt. Hier ist halt echt... Also, Junge, Junge. Das war ein guter Hit, ey. Hier, der zweite so. Und die anderen beiden habe ich voll daneben geschossen hier, ey. Unfassbar. Oh, lol. Ja, jagt sich selber in die Luft. Oh, in die Weichteile. So, habe ich jetzt alle? Das waren echt viele. Leck mich am Arsch. Ganz ehrlich, gut, dass ich einen Bogen hatte. Jetzt mal ohne Scheiß. Das sind sogar noch mehr. Okay, krass. Schwierig. So. Die haben auf jeden Fall viele Feuerkanonen hier. Sehr, sehr, sehr interessant mit den Flammenwerfern da. Wo geht's hier hin? Ich frage mich ja, wozu diese Front hier gut ist, weil irgendwas haben die abgedeckt, außer das Tor und das da. Da unten beim Tor muss ja noch irgendwas Krasses sein dann. Oh, oh, das ist ein großer. Wow. Egal, eine Potion kann ich ruhig nutzen, das ist gar kein Problem. Brandpfeile, 12 Stück, ja lecker. Okay, was haben wir hier unten? Noch so einen komischen Grottenweg. Will ich hier rein? Ist sehr dunkel. Das ist doch... Also jetzt glaube ich wirklich, dass es ein Boss ist. Gehen wir mal lieber hier hinten lang. Vor allem die ganzen Items einsammeln. Magiefett. Pike. Lol. War ein bisschen frech. 5 schwelender Schmetterlinge. Nice. Ja, die lassen auf jeden Fall relativ häufig Loot fallen, da muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nicht schlecht. Hä? Okay, ich konnte den auch wieder nicht wegstabben. Guck, wie viele da unten auch stehen. Das ist eine ganze Armee hier. Krass.
Da hinten steht auf jeden Fall noch ein richtig dicker. Ja? Da oben sind auch noch Soldaten. Also hier ist eine richtig dicke, fette Front. Ist das das Haupteingangstor von dem Schloss hier gewesen? Sieht aber irgendwie anders aus, oder? Sieht anders aus. Ich glaube, wo ich eingegangen bin, war so ein Nebentor, aber auch trotzdem so ein Haupttor irgendwie. Puh. Will ich das? Ja, komm, will ich. War das eine gute Idee? Ich weiß es noch nicht. Juckt mich das? Nein. Lass ich die ganz kurz eben wieder einzeln zurücklaufen? Ja. Hau ich ab? Ich habe sowas von. So wenig Kämpfe, die kritisch sind, hinnehmen wie möglich. Sollen die ruhig einzeln hier hinkommen? Alles gut. Na, Kumpel? Das ist jetzt zu weit aus deiner Reichweite, ha? Huh? Ja, ich verstehe das schon, Kumpel. Ich verstehe das. Geh ruhig wieder zurück. Ich bin auch gar nicht hier. Siehst du? Du siehst mich nicht. Also bin ich nicht da. Ich glaube, es könnte funktionieren. Aber er ist auch alleine jetzt. Das ist eigentlich auch ein Vorteil. Aber weißt du was? Dann halt so. Ich kenne mein Glück, auf diesem engen Pfad würde ich sonst auf die Fresse kriegen. So safe wie möglich spielen, ja, das ist die Devise. Es ist eh schon ein 1 gegen und die Unendlichkeit, also kann man da auch ruhig selber ein bisschen unfair spielen. Tun die ja auch. Das mit Sneaken und Springen und die ganzen Bonussachen und auch die Spezialattacken so, gefällt mir echt gut, ne? So, okay, das Haupttor, ihr habt ihr verteidigt mit allem, was ihr hattet. Und das brutal verteidigt. Ihr wart ja wirklich viele. Holy fucking shit, habe ich mich erschrocken. Boah, Junge. Alter, ich trinke erstmal was. Ich habe mich gerade sowas von übertrieben krass erschrocken. Holy shit. Also da rechnen doch wirklich keiner mit, dass man plötzlich eine Balliste in die Fresse kriegt, nachdem die Front zu Ende ist. What the fuck? Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Wenn wir hier runtergehen, dann ist es dieses Haupttor. Das heißt, das Haupttor schließt sich bis hier hinten hin. Das meint sie damit, ist stark verteidigt. Also so ganz gelogen hat er ja nicht. Ich meine, gut, er hat uns trotzdem die Falle gelaufen, wo wir dreimal gestorben sind quasi, aber ganz gelogen hat er nicht. Aber WTF, habe ich mich ja gerade erschrocken. Typen gibt's du, ey. Okay. Noch hat er mich nicht gehört. Hallo! Ich bin der Service mit der Rückenmassage. Tü-lü-lü. Na, wie fühlt sich an mit Massage? Gut, oder? Holzgroßschild. Gut umschauen, Gnade voraus. Lol. Der hat recht, der Jung. Dann sparen wir uns die komplette Front, ne? Nicer Mann. Ich find's übrigens witzig, am Anfang an die ganzen Nachrichten alle Bewertungen von 10.000. Jetzt gibt's Bewertungen von irgendwie 100. Weißt du, so. Wir haben schon echt nicht viele durchgehalten. Generell will ich euch mal was zeigen, das finde ich mich sehr witzig. Guckt euch mal an, wie das bei den, ach nicht Google, Achievements. Ich habe ja bis jetzt nur 2, ne? Aber guckt euch mal an, wie viele Leute es geschafft haben, diese Achievements freizuschalten. Das ist mich ziemlich witzig. Da muss ich euch auf meinem Profil draufgeben, das zu sehen. Oder auf Spiel, ich bin jetzt gerade nicht sicher, wie ich das am besten nachgucke. Nein, ich gehe mal ganz zurück. Hier sehe ich nur, wie viel ich freigeschaltet habe. Ich würde aber gerne mal die globalen Statistiken sehen, genau. Man kann erstens hier übrigens die Achievements sehen, auch wenn die versteckt sind. Ja, also falls ihr da übrigens mal so einen kleinen Trick haben wollt. So kann man die Achievements nachgucken, auch wenn die versteckt sind. Aktuell hat es noch keiner geschafft, die alle da unten freizuschalten. Keiner.
Aktuell gibt es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bei Ahnengeist. Neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14 Achievements sind vergeben. Der Rest hat 0,0%. Kann natürlich sein, dass es immer noch ein paar Leute haben, die weniger als 0,0% sind. Aber es ist halt echt nur ein winziger Teil. Jetzt guck mal, wie rapide diese Achievements abnehmen hier. Ich fand das mich so interessant. Tafelrundfeste hat man ja bekommen, nachdem man bei Margit da verkackt hat und an dem Feuer gerastet hat. Das heißt also eigentlich noch relativ früh im Spiel, oder nicht? Das haben schon 40% nicht gemacht. Und dann guckst du auf die Reviews vom Spiel, die nach Einzeltagen schon waren. Da haben 40% negativ bewertet. Ja, willst du mich verarschen? Oder Margit, haben nur 40,9% geschafft. Ja, ich habe mir auch einen NPC als Hilfe genommen, aber guck mal, alleine dazwischen sind 20%, die beim Boss Margit sich gedacht haben, boah, Junge, das schaffe ich nicht, ich bin raus. 20%! Das ist so krass zu sehen, was das für einen Unterschied macht, ne? Ich finde das voll heftig. So, also am besten durchsprinten und dann ganz schnell da hinten an die Gnade setzen. Habe ich verstanden, machen wir. Aber trotzdem krass, oder? Wenn man da so diesen Vergleich hat, ich finde das heftig. Was ist das eigentlich für komische Pinöppel hier? Das ist kein Gegner. An die Gnade setzen. Ja, moin. Jung, ich muss mal ganz dringend weg. Ich will gucken, wo der ist. Da ist er schon hinter mir. Ich muss mal weg hier, Junge. Tschüss. Junge, hat der einen Speed drauf. Ich will ihn ja nur austricksen. Kommt er hier hoch? Kommt da. Tschüss. Ich hau rein, Junge. Bye. Kann ich bitte mich da dran setzen? Bitte, 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 bitte. Kommt er hier rein? Während ich das Feuer aktiviere. Junge. Oh, voll stressig, Junge. Ist ja schlimm als ein Horrorspiel, ey. Aber geil. Ui, ui, ui. Wie viel brauche ich nochmal? 3600, okay. Ja, was für ein Stress, ey. Müsste reichen so, ne? Gott, okay, Stufenaufstieg. Machen wir eins höher. Aber hier ist die Folge auch zu Ende. Da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.